Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Klaus-Erich Bötzkes. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Volkswagen steht vor einem schwierigen Spagat. Der Konzern muss angesichts der Dieselaffäre sparen und zugleich in Zukunftstechnologien investieren. Möglich werden soll das mit einem tiefgreifenden Umbau. Vorstand und Betriebsrat stellten die Pläne dafür heute in Wolfsburg vor. Weltweit sollen bis zu 30.000 Stellen abgebaut werden, 23.000 davon in Deutschland. Monatelang haben VW-Vorstände und Betriebsräte verhandelt. Und das mitten im Abgasskandal. Jetzt soll ein sogenannter Zukunftspakt regeln, wie es weitergeht. Mit mehr Elektromobilität und weniger Personal. Ein historischer Einschnitt. Der Wandel wird sicherlich radikaler als alles, was wir bislang erlebt haben. Bis heute war Volkswagen dafür nicht gewappnet. Wir bauen zwar hervorragende Autos, verdienen damit aber zu wenig Geld. Der Wandel. VW setzt verstärkt auf Elektromobilität. Für viele klassische Motorenbauer gibt es daher zukünftig weniger Arbeit. Folge: Von 120.000 Stellen in Deutschland fallen 23.000 weg. 3,7 Milliarden Euro jährliche Einsparungen bis zum Jahr 2020 sind geplant. Dafür sollen alle Standorte in Deutschland erhalten bleiben. Elektromobilität und Digitalisierung baut VW gezielt aus. Dafür sind 9.000 neue Stellen eingeplant. Es geht schlicht und einfach um 120.000 Menschen und ihre Familien in Deutschland. Und ich kann heute, nach vielen langen Tagen und Nächten der Diskussionen und Verhandlungen, sagen, mit dem Zukunftspakt ist ein unkontrollierter Stellenabbau vom Tisch. In Wolfsburg hieß es weiter, betriebsbedingte Kündigungen soll es nicht geben. Von den Stellenkürzungen bei VW sind vor allem Leiharbeiter betroffen. Wenn ein Unternehmen in großem Stil Stellen streicht und damit Personalkosten spart, dann jubelt die Börse normalerweise. Bei VW ist das heute nicht so. Der Aktienkurs bewegt sich kaum. Klaus-Rainer Jackisch, warum nicht? Nun, das liegt daran, dass viele Anleger dieses Konzept nicht ambitioniert genug ansehen. Sie glauben nicht, dass VW sich damit tatsächlich zukunftsfähig aufstellt. Andere sagen, das Ganze sei ohnehin bloß eine Mogelpackung. Im Grunde geht es VW ja nur darum, die Kosten zu drücken, nach unten zu fahren, die natürlich nach oben geschnellt sind durch die Dieselaffäre und den damit verbundenen Betrug. Und nun müssten eben die Mitarbeiter darunter leiden, indem sie quasi freigesetzt werden. Also man weiß es nicht ganz genau, wohin die Reise bei VW wirklich geht. So muss man wohl die Quintessenz ziehen. Und das ist auch der Grund, weshalb unter dem Strich hier die Aktie heute im Minus ist, aktuell jetzt mit einem Abschlag von rund 0,3%. Auch der gesamte deutsche Aktienmarkt, der ist heute eher auf der Stelle getreten und relativ schwach. Der deutsche Aktienindex jetzt aktuell bei genau 10.669 Punkten, rund 15 weniger als gestern. Die Trump-Rally ist vorbei, keiner weiß, was in den USA tatsächlich passiert. Da will man sich vor dem Wochenende nicht aus dem Fenster lehnen. Klaus-Rainer Jackisch von der Börse in Frankfurt, Dankeschön. Zu gegebenem Zeitpunkt werde sie sich äußern, so lautete bisher immer Angela Merkels Antwort auf die Frage nach einer weiteren Kanzlerkandidatur für die Bundestagswahlen im nächsten Herbst. Der geeignete Zeitpunkt für die CDU-Chefin könnte nun gekommen sein. Ihre Partei hat angekündigt, dass Merkel am Sonntag eine Erklärung abgeben wird im Anschluss an eine Präsidiumssitzung. Tina Hassel in Berlin, Merkel wird es wieder machen, oder? Nun, das letzte Wort hat sie natürlich am Sonntag um 19 Uhr. Aber man kann schon sagen, der Ball liegt gewissermaßen vor dem Tor und sie muss ihn nur noch verwandeln. Gestern die wirklich weitreichende Wahlkampfunterstützung vom US-Präsident Obama. Dann heute die Ankündigung der Pressekonferenz. Es soll auch schon Horst Seehofer gebeten worden sein, am Sonntag sich Zeit für ein Telefonat zu nehmen, bevor die Kanzlerin sich dann an die Presse wendet. Es gibt keinen Gegenkandidaten. Also es spricht wirklich viel dafür und auch schon die großen Linien der Begründung werden geliefert heute von CDU-Politikern. Da heißt es, in Zeiten dieser großen Verunsicherung brauche es Erfahrung und Kontinuität und da sei die Kanzlerin ein Fels in der Brandung. Lassen Sie uns noch einen Blick zur SPD tun. Da sagt die Frankfurter Allgemeine Zeitung, EU-Parlamentspräsident Schulz wolle Kanzlerkandidat werden. Wie wahrscheinlich ist das?
Nun, dass Martin Schulz sozusagen in den Startlöchern steht, um einzuspringen, falls Gabriel nicht zugreifen sollte, das ist nichts Neues. Dass er dem SPD-Parteichef aber das Erstzugriffsrecht streitig machen will, das hören wir aus der SPD, sei völlig absurd. Gerade im Moment würden die beiden sich sehr eng abstimmen, täglich telefonieren. Und es könnte ja im beidseitigen Interesse sein, wenn Martin Schulz noch einmal verlängert werden könnte in Brüssel als Parlamentspräsident. Auf jeden Fall, das hörten wir hier ganz sicher, wird die Entscheidung, wer Steinmeier nachfolgen wird, dem Außenministerium erst nach der Entscheidung in Brüssel klargemacht. Und das war Tina Hassel mit Einschätzungen aus Berlin. Dankeschön. Um von Barack Obama politisch Abschied zu nehmen, waren sie heute nach Berlin gekommen, die Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Spanien, Italien und Großbritannien. Eine Sechserrunde, da scheiden der US-Präsident und seine fünf wichtigsten europäischen Verbündeten. Bei dem Treffen mitgeschwungen haben dürfte die Frage, wie es weitergehen wird mit den Beziehungen nach Obama. Anschließend wurde jedenfalls die gemeinsame Haltung zu aktuellen Konflikten betont. Abmarsch im Laufschritt. Am Mittag steigt Barack Obama in die Air Force One. Bei ihrer nächsten Landung in Europa dürfte Präsident Donald Trump an Bord sein. Zuvor hatte Obama im Kanzleramt den großen Fünf der EU ins Gewissen geredet, auch mit seinem Nachfolger auf der Basis gemeinsamer Werte zusammenzuarbeiten. Gesprochen wurde aber auch über die großen internationalen Konflikte. Also wir haben über Syrien sehr ausführlich gesprochen und vor allen Dingen gesagt, dass sich die humanitäre Situation in Aleppo verbessern soll, konkret über Sanktionen gegen Russland. In dem Zusammenhang haben wir heute nicht gesprochen, wohl aber über die Sanktionen im Zusammenhang mit der Ukraine. Großbritanniens Premierministerin May blieb länger als die anderen, um Kanzlerin Merkel in Sachen Brexit auf den neuesten Stand zu bringen. Konkrete Austrittsverhandlungen sollen aber erst beginnen, wenn die Briten die EU gemäß Artikel 50 des Lissabonner EU-Vertrags offiziell über ihr Austrittsgesuch informiert haben. Unsere Arbeit ist voll im Zeitplan und wir sind bereit, Ende März kommenden Jahres Artikel 50 auszulösen. Mir ist wichtig, dass der Austrittsprozess reibungslos und ordnungsgemäß vonstatten geht. Präsident Obama fliegt nun weiter zum Pazifikgipfel nach Peru. Nicht nur in Berlin bleiben viele offene Fragen über den künftigen politischen Kurs der USA nach dem Regierungswechsel. Anlässlich seines Abschiedsbesuches hatte der scheidende US-Präsident Obama dem Spiegel und der ARD gestern ein Interview gegeben, in voller Länge zu sehen, gleich bei Tagesschau 24 im Anschluss an diese Sendung. Der designierte US-Präsident Trump baut an seiner Regierungsmannschaft. Während in den vergangenen Tagen immer wieder Gerüchte zu bestimmten Ministerposten aufkamen, gibt es jetzt eine erste Entscheidung. Jeff Sessions soll neuer Justizminister werden. Trump nominierte den Senator von Alabama offiziell für diesen Posten. Sessions gilt als erzkonservativ und ist für seine bisher harte Linie im Umgang mit illegaler Einwanderung bekannt. In Washington ist Ina Ruck. Frau Ruck, es gibt ja noch eine Reihe anderer Entscheidungen. Trump sagte im Wahlkampf, er werde dem Establishment in Washington einheizen. Gehen seine Entscheidungen in diese Richtung? Er hat ja bereits einen Establishment-Kandidaten, wenn man so will, Vertreter des Establishments vorher benannt. Der wichtigste Posten, den er zu vergeben hat in seinem Umfeld, der Stabschef, ist Ryan Priebus. Das ist nun wirklich jemand mit einer langjährigen politischen Erfahrung in Washington. Die drei Namen, die da heute bekannt gegeben wurden, auch das sind drei Männer mit langjährigen politischen Ämtern. Aber so wirklich als Establishment kann man sie eigentlich nicht bezeichnen, weil sie alle doch auch Außenseiter sind. Da ist zum einen der genannte Jeff Sessions. Das ist einer der konservativsten Senatoren. Es ist auch jemand, der ähnlich wie Trump den Klimawandel für ein Märchen hält. Dann gibt es den Namen Mike Pompeo. Das ist ein Abgeordneter, der jetzt CIA-Chef wird. Das ist jemand, der mit radikal antimuslimischen Einstellungen immer wieder für Aufsehen sorgt, der zum Beispiel den Islam eher für eine politische Ideologie hält, denn für eine Religion. Und dann ist noch der Name Michael Flynn genannt worden. Der wird der Sicherheitsberater, ein sehr einflussreicher Posten. Auch das ist eine sehr polarisierende Entscheidung. Wenn Flynn jetzt Sicherheitsberater ist, was kommt da auf Europa, was kommt auf die Welt zu? Michael Flynn ist jemand, der
Oder sagen wir es anders, seine Ernennung zeigt, dass es offenbar eine Neubewertung des Verhältnisses zu Russland geben wird. Flynn steht für eine Annäherung an Russland. Er ist sehr gut bekannt mit vielen Menschen in Russland. Er ist immer wieder eingeladen dort. Er hat auch mehrfach mit Präsident Putin zu Abend gegessen. Das wurde dann im Staatsfernsehen gezeigt. Er gibt dort auch immer wieder Interviews. Das heißt also, Flynn würde sicherlich dafür stehen, dass man sich näher mit Russland jetzt beschäftigen will. Das ist sicherlich eine Richtung, die wir jetzt schon erkennen, wohin es gehen wird mit der Trump-Administration. Und das war Ina Ruck. Herzlichen Dank für diese Einschätzung aus Washington. Aus Deutschland sind von Januar bis Oktober mehr Ausländer abgeschoben worden als im gesamten vorigen Jahr. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums wurden in den ersten 10 Monaten knapp 22.000 Migranten zurückgeführt. Die meisten von ihnen kamen vom Westbalkan, etwa aus Albanien oder dem Kosovo. Seit diese Herkunftsstaaten als sicher eingestuft worden sind, werden Asylanträge nur noch in wenigen Fällen anerkannt. Zum Abschluss der Weltklimakonferenz in Marrakesch geht eine Gruppe ärmerer Staaten voran. Sie haben sich verpflichtet, mittelfristig ganz aus Kohle, Öl und Gas auszusteigen und nur noch erneuerbare Energien zu nutzen. Damit soll die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzt werden. Der Beschluss geht über die Ziele hinaus, die auf dem letzten Klimagipfel in Paris vereinbart worden waren. Familienfoto am Konferenzort. Aktivisten und Delegierte haben sich am Eingang einträchtig versammelt. Der Elan des Pariser Klimapaktes wirkt in Marrakesch fort. Dabei war die Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten ein Schock. Doch nun wird deutlich, ein Großteil der Länder will den Klimapakt von Paris weiter umsetzen, mit oder ohne USA. Eine neue Dynamik ist entstanden. Plötzlich gilt China als Hoffnungsträger. Ich möchte betonen, dass China alle seine Verpflichtungen beim Klimaschutz erfüllen wird. Unsere Position ist unverändert. Weitere Staaten, wie etwa Australien, sind in Marrakesch dem Klimapakt beigetreten. 45 ärmere Länder haben den kompletten Ausstieg aus der Kohle angekündigt. Auch deswegen ziehen viele Beobachter eine positive Bilanz. Nun, es hat gezeigt, dass die Dynamik so groß ist, dass auch, selbst wenn so ein wichtiger Partner wie die USA große Zweifel hervorrufen, wie es weitergeht, diese Dynamik vermutlich weitertragen wird. Gestern Abend hatten sich alle Teilnehmer in einer Proklamation zum Pariser Vertrag bekannt. Mit der weiteren Umsetzung wird sich dann auch die nächste Konferenz beschäftigen. Sie findet 2017 in Bonn statt. Die Folgen der Erderwärmung sind in der Arktis deutlich zu sehen. Die Eisfläche ist in den vergangenen 35 Jahren fast auf die Hälfte zusammengeschmolzen. Dem deutschen Forschungsschiff Polarstern sind dort jetzt spektakuläre Aufnahmen gelungen. Die Meeresforscher waren im September von Norwegen aus aufgebrochen und an Grönland vorbei, weiter Richtung Nordpol gefahren. Dort konnten sie filmen, wie es unter dem Eis aussieht. Es ist eine wissenschaftliche Sensation. Korallen im eiskalten Nordpolarmeer. Entdeckt hat sie die deutsche Polarforscherin Antje Boetius zusammen mit ihrem Team. 6 Wochen waren sie mit dem Forschungseisbrecher Polarstern in der Arktis unterwegs. Mit Hilfe eines neuen Tauchroboters, entwickelt von der NASA, konnten sie erstmals unter das Polareis tauchen. Wir sehen den Meeresboden und sehen auf einmal, dass da nur Leben ist, dass es wimmelt, dass es blüht, dass es bunt ist. Und das in der Arktis, in einem Gebiet, wo es fast keine Nahrung gibt, das war einfach ein unglaublicher Moment. Und so sieht das Polareis von unten aus. Auf dem Meeresgrund leben echte Hungerkünstler, etwa diese Schwämme, bisher unbekannter Größe, besiedelt von weißen Seesternen, Bakterienkolonien, Moostierchen, fadenartigen Kalkwürmern und vielen anderen wahrscheinlich unbekannten Arten. Unter die Freude der Wissenschaftler mischt sich aber auch Sorge. Was passiert, wenn der Klimawandel weiter fortschreitet? Diese Algen, die dort wachsen, die Krebse, die von den Algen leben, die alle verändern sich. Wenn ihr Lebensraum, nämlich das Eis, schmilzt, dann haben sie keinen Lebensraum mehr. Dann sterben sie, dann fallen sie in die Tiefsee und so verändert sich das ganze Nahrungsnetz in wenigen Jahren. Seit 1979 ist die Eisfläche am Nordpol fast um die Hälfte geschrumpft. Und ohne sie hätte diese beeindruckende Unterwasserwelt keine Überlebenschance. Und was bringt das Wetter? Mancherorts blinzelt immer wieder mal die Sonne durch, andernorts regnet es. Hier ist unsere Vorhersage. Heute Nacht im Süden kräftiger Regen, im Nordwesten Schauer, sonst teilweise klar,
Morgen mal Sonne, mal Wolken, vereinzelt Niederschläge. Höchstwerte 3 bis 10 Grad. Und das war die Tagesschau um 5. Jetzt kommen die Kollegen mit Brisant. Die nächste Tagesschau um 20 Uhr. Einen schönen Abend noch.